Für den ersten FC Saarbrücken ging es gestern Abend um gar nichts mehr. Die Mannschaft von Dieter Ferner ist schon längst in die Regionalliga aufgestiegen. Der SV Mettlach hingegen kämpft im Kampf um den im Kampf gegen den Abstieg um jeden Punkt. Aber der Meister verschenkt nichts, auch nicht an einen Landeskollegen. Das mussten die Mettlacher im Ludwigspark gestern bitter beim 6:2 erfahren. Es war ein Abend mit vielen Höhepunkten im Ludwigspark, die auch dem ansonsten eher als zurückhaltend bekannten FCS-Trainer Dieter Ferner mehr als ein Lächeln entlockten. Die Führung für den Meister nach 10 Minuten standesgemäß durch Gregory Strohmann. Danach schaltete der bisher noch ungeschlagene Spitzenreiter 2 Gänge zurück und Mettlach nahm die vornehme Zurückhaltung dankbar an. Christopher Wendel mit dem Ausgleich nach 16 Minuten. Und dass seine Mannschaft Fußball spielen kann, zeigte sie wenig später gleich nochmal. Thomas Will, die Führung für den Underdog. Trainer Werner Weiß durfte zu diesem Zeitpunkt noch auf Zählbares bei diesem Auswärtsspiel hoffen. Doch der Rückstand war so etwas wie ein Weckruf für den Meister. Gregory Strohmann, Pascal Steletta, 2:2 nach einer halben Stunde. 1800 Fans im Ludwigspark sahen jetzt eine entschlossenere Heimmannschaft, die spielerisch überzeugte. Strohmann auf Nico Weißmann, 3:2 kurz vor der Pause. Und damit war es schon zur Halbzeit erstaunlich eng auf der Anzeigetafel. Saarbrücken spazierte im zweiten Abschnitt mit Leichtigkeit durch die Gästereien. Nasef Haidarovic, der Top-Torjäger der Liga, ohne Mühe zum 4:2. Und auch ein Platzverweis nach gelb-roter Karte gegen Rosconi wegen Meckerns half Mettlach nicht weiter. Denn selbst zu 10 blieb der Spitzenreiter tonangebend. Haidarovic hätte per Foul-Elfmeter bereits nach einer Stunde einen weiteren Treffer erzielen müssen. Mettlach nach vorne chancenlos, auch dank des wiedergenesenen Saarbrücker Defensivspezialisten Nabil Dafi als Sechser vor der Abwehr. So bekam Dieter Ferner nur noch gelungene Aktionen seines Teams zu sehen. 76. Minute, Pascal Steletta ließ mit wunderschönem Freistoß zum 5:2 ein wenig Wehmut aufkommen. Der Franzose wird ja nicht in die Regionalliga mit aufsteigen. Und für den Schlusspunkt in einem unterhaltsamen Oberliga-Derby sorgte dann Kana Metin in der 82. Minute. Saarbrücken war trotz bereits entschiedener Meisterschaft gestern eine Nummer zu groß für Mettlach.